Ei gut, ihr Leute. So, jetzt sind wir mal wieder draußen unterwegs, an einem Teich, den ihr in meinem ersten Video gesehen habt. Da ist zwar heute ein bisschen Verkehr, da sind ein paar Leute drin am Baden, aber ich werde mal was Neues ausprobieren. Und zwar habe ich meine Unterwasserkamera, meine Actioncam, mal wieder mobilisiert. Mal gucken, wie die Aufnahmen so werden. Also, dranbleiben, es lohnt sich. Ja, kaum zu glauben. Jetzt war ich ein paar Monate nicht hier. Es sind wieder einige Bäume auch gefällt worden. Und ja, man könnte sagen, ich habe mich ein bisschen verlaufen im Wald. Aber ich war eben gerade, da war so ein netter, nackter Schwimmer. Der hat mal eine, es sind keine Seerosen, es sind Teichrosen, die da wachsen in dem Teich. Und der ist mal für mich da hingeschwommen und hat die mal gefilmt. Fand ich sehr nett. Also nackter Schwimmer, wenn du das siehst, Grüße gehen an dich raus. Vielen Dank. Und ja, suchen wir mal den Weg. Und schauen mal, ob wir einen Feuersalamander finden. Oder vielleicht eine Schlange oder so. Naja, gut. Ach, hier, das ist der Tümpel gewesen, wo die fickenden Enten waren. Ja, was ist denn von dem Tempel hier noch übrig? Von dem Tümpel noch übrig? Hier. Ein kleines Rinnsal. Aber auch dort gibt es Leben.
Es ist schon erstaunlich, wie sich der Wald einmal jetzt komplett verändert hat hier. Inzwischen weiß ich mal wieder, wo ich bin. Aber ja, sieht doch alles wesentlich anders aus. Ja, Natur ist explodiert. Irgendwo da unten war dieser schöne zugemooste Baum. Komme ich jetzt, glaube ich, überhaupt gar nicht mehr hin. Aber ich gehe einfach mal weiter. Man zu Hause. Kein Bewohner entdecken. Aber interessant.
Ja, toll. Sind hier wieder diese ganzen schönen Wetterarschlöcher unterwegs. Mit dem Paddelboot auf dem Teich, im Schlauchboot und schmeißen die Hundehüppen da rein. Und ja, so kriegt man seine Aufnahmen, die man geplant hat, auch versaut. Also da lobe ich mir doch eher die Nackten, die da rumliegen und einfach die Natur genießen und halt eben nichts einfach so zertrampeln und kaputt machen. Ja, ich habe da jetzt so ein bisschen die Nase voll von den ganzen ignoranten Leuten. Ja, das ist garantiert wieder irgendwelche Leute aus der Großstadt, die hier einfach keinen Respekt haben, dem ganzen Zeug hier gegenüberbringen. Deswegen, ich mache jetzt hier die Hack raus, mache die Schuhe und gehe jetzt nochmal an das Biotop, wo ich den Goldfisch gesehen habe und werde da nochmal die Unterwasserkamera testen. Weil dort war das Wasser tatsächlich glasklar. Ja, wie es mein Verdacht. Oh. Wie es mein Verdacht bestätigt hat, sind natürlich offenbarer Frankfurter. Verpisst euch! Verpisst euch von hier! Was müsst ihr mit Schlauchbooten auf einem scheiß fucking Angelteich rumschippern, ja? Das muss doch nicht sein. Nachher liegen da wieder überall die Pizzaschachteln und die Bierflaschen rum. Könnte ich kotzen, ehrlich. So, back aus the nature, direkt an der Hauptstraße. Jetzt gehe ich nochmal da an das kleine Biotop. Ach. Alles Wichser, Arschlöcher. So, also ich gehe nochmal an das kleine Biotop und erhoffe mir, den Goldfisch zu filmen. Und dann geht das auch heim. Also mir läuft der Schweiß in Sturzbächen. Weiß nicht, ob man das wirklich gut erkennen kann, aber meine Mütze, die ist eigentlich ein nasser Lappe geworden. Ne? So, dann schauen wir mal hier. Dranbleiben.
Ja, so, nachdem ich jetzt einmal in die Brennnesseln gefallen bin und fast hier vom Moor verschluckt wurde, bin ich zu der Erkenntnis gekommen, man soll doch einfach mal die Natur sein lassen, wie sie ist. Da muss man auch nichts hinterfragen. Manche Dinge sind halt, wie sie sind. Ja, ist so, wie es ist. Schepper Arsch, gibt jetzt, gibt Schepper Schiss. Ach, jetzt brennen die Beine und der Ranse. Ich gehe jetzt heim. Wollt ihr noch einen guten Platte-Tipp haben? Zum im Wald hören? Anal Natrak, The Codex Necro. Da geht's euch gut. Tschö, bis zum nächsten Mal, euer Odin.